Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ich habe gut geschlafen. Wie habt ihr geschlafen? Schreibt mir in die Kommentare, Trollolol. Wir wollen hier jetzt mit Laguna und Kiros gegen einen komischen Drachen kämpfen, der hier drüben auf uns lauert. Ich habe dafür die Kopplung von beiden einfach mal wieder auf Feuerer gesetzt, in der Hoffnung, dass Drachen Feuer spucken. Und, naja gut, schauen wir doch mal. Dafür mega coole Kampfmusik. So, ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier ablaufen wird. Feuerzahn gestohlen. Das gefällt mir zumindest schon mal. Wir könnten hier nochmal einmal kurz eine Analyse werfen. Und gucken, was der uns so sagt. Der ist Stufe 20, okay. Er hat 12.000 Lebenspunkte, das ist viel. Absorbiert Feuer und Tornado, also Luft, Eis und Licht. Das ist doch mal was. Damit können wir leben. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir doch erstmal los mit Diabolos. Und im Anschluss dazu... Oh, Alexander kennen wir noch gar nicht. Machen wir. Hallo Schatz. Gucken wir mal, wie viel Schaden Diabolos rausfeuert. Ich finde die Musik so geil. Das hätte die reguläre Kampfmusik sein sollen. Wobei, ich glaube, die wäre mir dann mega schnell auf den Keks gegangen. Hey, Tommy! Schön, dass du auch wieder da bist. Wie war dein Sonntag so? Unserer war ziemlich langweilig, glaube ich. Aber wir haben gegrillt. Ich habe dich nicht verstanden, aber ich gebe dir recht. Fuck. Wie viel Schaden hat er jetzt gemacht? 3000, okay. 3400. Das geht voll. Tag des jüngsten Gerichts. Das erste Mal, dass wir Alexander sehen. Unsere neue Guardian Forces. Hey, der kommt mir so bekannt vor. Übertreib's mal, Junge. Jetzt heilen wir ihn, weil's Feuer ist. Oh nee, 700. Naja, okay. Hatte eigentlich gehofft, dass es cooler wird. Na gut, dann wollen wir mal mit Shiva draufhauen. Und du hast doch... Komm, Leviathan, gib ihm. Der hat doch nur noch so 10.000 Lebenspunkte oder sowas. Aber ja, hottest GF at life. Macht Eis und die Gegner kalt. Oder auch nicht. Ich habe irgendwie mit mehr Schaden gerechnet. Aber hey, alles gut. Ja, vom Lepschillen ist auf jeden Fall eine coole Angelegenheit. Das wird mir aber auch öfter passieren in Zukunft. Dafür dance ich jetzt zu der Mucke voll ab. 835, komm. Ist das jetzt dein Ernst? Naja, komm. Wir machen einfach so weiter. Wobei... Vielleicht können wir so noch ein bisschen was... machen, stumm oder Gemach oder irgendwie sowas. Nee, sieht nicht gut aus. Siren. Nee, Siren ist nicht gut. Brothers? Ah, komm, nehmen wir Brothers.
So, sexy Lady, mach mal richtig Schaden. Du bist aus Eis. Du bist so kalt wie Eis. Du machst nur Eis. Du machst alles richtig. Pulver mal da richtig drauf. 886. Ich bitte dich. Probieren wir es aber nochmal mit Diablos. Irgendeiner davon muss doch mal Schaden machen. Aktuell sieht das ein bisschen mager hier aus. Und dann wirbelt der Drache durch die Luft. Und 630. Ganz toll. Ich bin so stolz auf euch. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja damit noch ein bisschen mehr Schaden raus. Ich weiß es nicht. Wobei ich glaube, der wird vielleicht jetzt gerade mal so 700 oder 600 machen. Auf jeden Fall töten tut er nicht, aber wenn er mehr Schaden macht als die anderen, wäre ja schon mal was, wäre es zumindest schon mal ein bisschen was gewonnen. Oh, 3-4, jawollo. Ich glaube, das bleibt dann dabei. Wir machen nochmal weiter mit Diablos. Wie viel hat er denn jetzt? 1700 hat er nur noch. 3-4. Kann es sein, dass der dass er nicht prozentual der verbleibenden Lebenspunkte, sondern prozentual zu zu den Gesamtlebenspunkten des Gegners macht? Da muss ich doch gleich mal kurz ein bisschen prüfen. Kommt der nur mit Nahkampfangriffen an? Was soll denn das? Ich habe hier jetzt damit gerechnet, dass der hier irgendwie was Cooles macht. Bin ich mal gespannt. Also wenn er jetzt nur noch so 200 Schadenspunkte, also wenn er jetzt noch 3500 Schadenspunkte nochmal macht, so in dem Dreh, oder 3000, dann so, wären das etwa 25% von dem, was der Drache normalerweise tun würde, was der Drache insgesamt an Lebenspunkten hätte. Und dann wäre Diablos tatsächlich eine ziemlich OP-Geschichte und ich ärgere mich dann umso mehr, warum ich den nicht eher genutzt habe. Schauen wir mal. Alles klar. Die Sache ist klar. Diablos macht Lebenspunkte in Höhe der Schaden in Höhe der Gesamtlebenspunkte des Gegners. Prozentual gesehen. Das ist total krass. Das bedeutet im Endeffekt, wenn das immer 25% sind, würde das so viel bedeuten wie 4 Schläge mit Diablos und der Gegner ist weg. Wie viele von denen laufen noch rum? Lass uns verschwinden. Was zum Henker ist das? Ich kann die Verbindung nicht trennen. Welche Verbindung? Bist du es, Squall? Ja. Ich nenne meine Fähigkeit Verbindung. Ich schlafe gerade, daher habe ich keine Kontrolle. Es tut mir leid, Squall. Bleib noch ein bisschen hier. Lass mich jetzt zurück. Hier ist sie nicht. Was ist mit Elion passiert? Sie wurde von Esther-Soldaten entführt. Ich wollte unbedingt nach Esther. Ich war überall und, Esther sucht doch die Nachfolgerin von Adele, der Esther-Hexe. Ja, genau das. Ist sie ihre Tochter? Nein, aber sie ist so niedlich. Ich will ihre Stimme wieder hören. Ich will die Stimme von Rinoa hören. Ist alles in Ordnung? Die Elfen wieder.
Ich will ihre Stimme hören. Ich will Rinoa sehen. Ich vermisse sie. Ich kann sie ja vielleicht retten. Die Vergangenheit lässt sich jetzt nicht verändern. Das weiß ich jetzt. Nachdem ich entführt wurde, ist Onkel Laguna losgezogen. Deswegen konnte er nicht bei Rain sein, als sie starb. Rain wollte Laguna seinen neugeborenen Sohn zeigen. Sie rief immer seinen Namen. Ich wollte, dass er zurückkehrt. Aber es klappte nicht. Ich konnte nichts machen. Außerdem kann ich euch nur zu jemandem schicken, den ich persönlich kenne. Es tut mir leid, Squall. Die Verbindung bricht ab. Ich werde es bald wieder versuchen. Al, Elion, ich will... Ich will Rinoas Stimme hören. Ich muss in die Vergangenheit, um sie zu sehen. Ich muss alles ungeschehen machen. Elion, Elion, hörst du mich? Schick mich in die Vergangenheit, dorthin, als das mit Rinoa passierte. Elion antwortet mir nicht. Sie ist auf dem Schiff der weißen Seeds. Weiße Seeds, Seeds der Hexe, die Seeds der Hexe Idea? Genau, Idea weiß vielleicht, wo ich sie finden kann. Dann finde ich vielleicht Elion und dann die Vergangenheit. Na dann. Schön, dass alles so verwoben ist. Es hätte ja so einfach sein können. Ich bin schon überlegen, ob ich nicht mal irgendwann mal so eine kurze Draw-Phase einsetze, wo ich einfach nur Gegner suche, bei denen ich bestimmte Zauber erlerne sozusagen. Apropos Zauber, ich glaube, ich werde mal eben, also erstmal werde ich die Dudes hier wieder einpacken. Und bevor wir jetzt wieder zu Idea fahren, düsen wir nochmal auf die gegenüberliegende Seite, denn da gibt es immer noch diese Ultima. Und die sollten wir öfter mal ziehen. Das Geld dafür haben wir eigentlich immer parat, oder sollten wir immer parat haben. Das müsste hier unten sein gleich. Ja, da ist die Landmasse. Und dann müssen wir in dieses eine komische Dorf mit diesen komischen Schwabbel-Wabbel-Viechern, die sich in andere, in diese Feuerlöwen-Viecher, in Volkraleos verwandeln können. So, war das hier? Nee. Dammit. Gucken wir doch einfach mal auf die Karte. Okay, ich bin an dem Schumi-Dorf schon vorbeigefahren. Ja, klar bin ich dran vorbeigefahren. Mann, etwas größerer Bogen hier. Ich dachte, hier wäre gar keine Einfahrt. Hier ist aber die Einfahrt. Ist sie hier? Nein. Ja, ja. Den Leuten im Garten wird es sicherlich jetzt richtig übel, wenn die mich fahren sehen. Da sind wir wieder. Back to the Shumi-Dorf. Oh, kleinen Moment. Auch eine ganz wichtige Angelegenheit. Oh, sorry. Wir müssen nämlich unbedingt nochmal ein paar Sachen rauskoppeln. Weil aktuell haben nämlich nur... Genau, haben nämlich nur zwei den ganzen Spaß. Also Diablos kann hier raus. Carbuncle ebenfalls. Die beiden können weg. Jetzt muss ich mal schauen. Quetzalcoatl, Cerberus, Shiva. Das gefällt mir so. Lelelele. Oh, das ist mal... Seltsam. Okay, passt schon.
So. Auch bei ihm nochmal ein paar GFs lösen. Zwar Alexander kann raus. Klingen. Ja, finde ich auch gut. 4400 Lebenspunkte. Krasser Scheiß. Finde ich cool. Tatsächlich. Jetzt müssen wir nur noch Irvine koppeln. Der hat nämlich gar nichts. Und auch mal ruhig auf Stärke. Die F. Zauber und Draw. Rauben. HP. Gegner 50. Das ist witzig, wie die auf einmal alle hier Lebenspunkte haben. Ah, er hat aber auch Ultima gerade an. Gut, dann. Irgendwas fehlt hier noch. Stimmt, ich weiß, was hier fehlt. Und zwar Rauben fehlt hier irgendwie. Warum fehlten hier Rauben? Ah, da ist es doch. Dann fehlt nichts. Dann haben wir alles. So, ich würde jetzt Irvine als nächstes Ultima geben. Weil wenn Ultima so krass Lebenspunkte liefert, dann müssen wir nur noch schauen, dass wir unsere Resistenzen ein bisschen hochgepusht bekommen. Jawohl, super. Wir würden ganz gerne für diesen Drawpunkt zahlen. Drawpunkt Ultima. Ach, Irvine hat ihn schon gekoppelt. Ja, komm, dann kriegt er ihn nochmal. 9-mal Ultima. Ich hätte ganz gerne diesen Drawpunkt noch ein bisschen öfter. So, wie viele Lebenspunkte hat er denn jetzt? Auf jeden Fall mehr. Das finde ich cool. Wir könnten ja nochmal schauen, ob wir nicht zufällig Lebenswandler... Lasst mal gucken. Erzengel. Oh. Ich schau mal, ob ich irgendwo Erzengel noch herbekomme. Aus Weihwasser entstehen 2-mal Zombies. Wie viel Geld habe ich denn? 49.000. Ja, das kriegen wir auch noch hochgepusht. Gar kein Thema. Wir müssen nur mal wieder in den Shop gehen und mal richtig auf die Kacke hauen. Das machen wir aber dann offscreen, würde ich sagen. Das sind so Sachen, die sind so dermaßen langweilig und wir haben schon ziemlich viele langweilige Parts hier drin. In dem nur geshoppt wurde. Schwupp. So, wieder zurück. Zu Muddy. Was ist hier drüben? Ach Mann. Okay, das war doch nicht hier drüben. Das war da ganz hinten. Und mal gucken, ob Muddy weiß, wo eigentlich diese weißen Seeds sind. Das würde uns sehr, sehr dolle helfen, das herauszufinden. Da ja. So, super. Home sweet home. Ab in die alte Bruchbude, die unsere Heimat war. Ey. Ey. Geht doch. Mutter, wo bist denn du? Mutter. Da steht Mutter. Kann ich euch helfen? Elyon soll auf dem Schiff der Weißen Seeds sein. Diese Kinder.
sind äußerst vorsichtig und bleiben nie lange an einem Ort. Ich verstehe. Ach ja. Sie möchten die Landschaft auf dem Zentra-Kontinent. Sie mochten die Landschaft auf dem Zentra-Kontinent. Möglich, dass sie daher in der Bucht des Kontinents sind. Skull, nimm diesen Brief. Damit werden sie euch willkommen heißen. Die Hexe Idea gibt uns einen Brief, mit dem die Seeds uns... Okay. Meinetwegen. Wenn du der Meinung bist, dass das so funktioniert, sehr gerne. Das Schiff der weißen Seeds haben wir gebaut, um Elion vor Esther zu beschützen. Zunächst war Idea der Captain, später nahmen sie Kinder auf, so dass es als Waisenhaus diente. Sie brachte den Kindern vieles bei und gaben ihnen dann den Namen Seed. Wäre schön, wenn die jetzt nur noch mal sagen würden, was das eigentlich für eine Abkürzung ist. Ich glaube, die gab's schon. Special Elite... Bla. Vor allem das Bla wird groß geschrieben. Das ist nämlich auch eine Abkürzung. So, das sieht gut aus. Ich würde sagen... Wir... lagern so viel wir können. Und zwar vor allem Blitzra. Ja, seht ihr mal? Weil nämlich der gute Xel nämlich auch ganz viel Blitzra braucht sogar. Boah. Worin morpht er sich denn jetzt? Ich hoffe nur, dass er die nicht in Verteidigung gekoppelt hat. So, jetzt wird mal Zeit, hier ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Ach, ich hab wieder tot entkoppelt. Das sollte ich mal ganz dringend wieder koppeln. Einfach um der Lebenspunkte willen. Aber Squall vergiftet Gegner. Und was machen die hier für Schaden auf einmal? Was habe ich denn hier auf einmal richtig gemacht, dass die hier anfangen so viel Schaden... Ah, ja klar. Xel hat wieder hat Stärkebonus. So, koppeln wir nochmal. Squall. Alles okay? Mal. Was natürlich... Aha. Okay. Das ist natürlich dann klar, dass er hier so ein Kram macht. Irgendwas, womit wir zwar viele Lebenspunkte bekommen. Zum Beispiel Regina an der Stelle. Regina wäre doch super. Zack. So, da ist er gar nicht so schlecht aufgestellt. Und dann machen wir lieber... Anstatt Blende, dann lieber Tod. Also anstatt Medica als Resistenz. Obwohl, nee, stopp. Medica ist eigentlich als Resistenz ziemlich gut, sehe ich gerade. Medica Aura brauchen wir wahrscheinlich hier nicht. Dafür wäre irgendwas Besseres. Reflekt zum Beispiel wäre gut. Hallöchen, Black Eyes. So, das wird nämlich alle ein bisschen hoch pushen. Also 50% Feuerschaden. Folge hat er hier auf Stärke.
Stärke gesetzt. Moment, was ist denn hier? Aqua? Egal, das ist hier jetzt Blödsinn, was ich hier mache. So, wir haben hier jetzt nichts. Wir wollen jetzt diesen Kontinent und irgendeine Bucht suchen. Wie wär's denn mit dem hier? Das sieht doch gut aus als riesengroße Bucht. Genau da fahren wir jetzt hin. Wieder mal den Rückwärtsgang eingelegt. Sehr, sehr gut. Das sieht aus wie eine Bucht, zu der wir auch fahren können. Machen wir hier lieber so. Wobei, wir sind hier eigentlich gerade auf gutem Kurs, nochmal zu dem Shumi-Lager zu gehen. Oder zum Shumi-Dorf. Ich meine, auch wenn das ein bisschen langweilig ist, da immer hinzutuckern. Aber trotzdem, Ultima ist schon eine geile Nummer. Vor allem, ich glaube, dann Ultima mit Stärke koppeln. Das wäre so, bam, Overkill. Aber ich glaube, Ultima kann man auch überall gut zockeln, ne? War das nicht so? So, mit ein bisschen Glück ist nämlich der Kram hier schon wieder regeneriert. Auch wenn wir gar nicht so lange weg waren. Aber bevor gar nichts passiert, will ich, also bevor, ja, ich brauche das einfach, ich brauche das. Es tut mir echt leid, na toll, das war umsonst. Ich brauche diesen Drawpunkt immer und immer wieder. Nein. Also, was haben wir jetzt hier wieder für Viecher? Ach, die sehen ja süß aus. Oh, dann hat Excel so viel Schaden kassiert. Provokant stellt sich Excel einfach nach vorne und sagt, ich zieh dich einfach mal. Oh, seht ihr mal, Medica. Richtig gut. Medica erhöht nämlich die Resistenz von ihm. Draw und generell von allem. Das finde ich bombastisch. Deswegen bleiben wir doch hier einfach mal und ziehen uns ganz, ganz viel Medica. In der Hoffnung, dass es auch wirklich was bringt. Ach komm, rauben wir die jetzt auch nochmal ein bisschen aus. Gibt's nicht zu klauen? Was? Das halte ich für ein Gerücht. Hä, lol. Ich finde Medica echt gut. Deswegen, mehr davon ist immer schön. Gegen die Kleinen ist es ja echt spitze, wenn wir das so machen. Und jetzt könnten wir eigentlich Zauber, wenn wir koppeln gehen, koppeln, Zauber, Erzengel, Medica, sind hier schon 10%. Dann können wir jetzt Wall. Nee, Irvine tauschen. Medica an Squall.
das geben. Und er nutzt aber auch Medica, ne? War das nicht so? Nee, tut er nicht. Sehr gut. Zack. So, dann müsste jetzt eigentlich bei Squall die... Ja, sehr schön. 15%. Alles nochmal ein bisschen gestiegen. Das gefällt mir. So. Und jetzt düsen wir zu dieser Bucht, von der ich glaube, dass das die richtige ist. Also entweder ist sie hier, weil hier ist halt eben nicht viel, ne? Das müsste dann, denke ich mal, hier sein. Oder hier. Eins von beiden. Oder da? Da! Da, da, da wäre es gewesen, glaube ich. Keine Ahnung. Ich rate einfach nur. Also wenn es hier nicht ist, wo wir jetzt hintouren, dann ist es wahrscheinlich doch auf der anderen Seite der Map. Darum gucken wir doch erstmal hier nach. So, aus dem Weg. Hier kommt ein Garden angefahren. Schön hier auf Suche. Ach krass. Aber ich glaube, hier kann man nicht halten. Ich mag das irgendwie nicht, dass diese Sicht irgendwie so unglaublich minimal ist. Okay, viele Küsschen. Was liefern Küsschen? Warum sind die für mich wichtig? Küsschenfühler. Die liefern mir was? Toll. Gefährlich ist zumindest schon mal nicht das, was ich hören wollte. Gefährlich bedeutet nämlich, dass ich super failen werde. Ah, boah. Ja, dafür muss ich überhaupt erstmal die Waffen zusammenbekommen, weil ich meine... Gefühlt bekomme ich hier wieder keine neuen Waffen. Also, ja, ich habe schon... Ich kann jetzt für Squall und für noch den einen oder anderen kann ich eine neue Waffe bauen. Aber dafür fehlen mir Teile, bei denen ich das Gefühl habe, dass ich dann niemals rankommen werde oder nie mehr rankommen werde. Auch hier ist nix. Toll. Jetzt habe ich Honigmelone vor der Nase. Da muss ich mir jetzt gleich mal ein Stück greifen. Schnapp. Um. Oh, herrlich. Unter einer Honigmelone verschluckt. So, da bin ich wieder. Okay. Die große Frage, die wir haben, ist... Ah, okay. Hier war der Galbadia Garden. Das heißt, hier, die werden garantiert nicht hier sein. Na gut, ich mache die Suche mal woanders. Bis zur nächsten Folge und so weiter.